Bin ja auch noch so ein Ding. Der Typ legt sich immer auf die Zwerge drauf, man kann es nicht lösen. Schmiedewindfarmer hier gefunden. Jo. Was brauche ich noch? Ja. Noch zwei Schlafenschinken. Blödes Krass. Ah, die Zwerge sterben einfach zu schnell. Da steht ein Typ da eine halbe Stunde, oder? Ich kann nicht mehr. Wird sich vielleicht mal bewegen, scheiße? Mann, 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 der Typ hat Hobbys. Und das liegt sich mal nicht mehr. Inventar ist voll. Hä? Du bist wieder so leise. Ich kann nicht so leise sein. Wie geht das? Ist vielleicht so ein Rädchen an der Netze. Das habe ich aber nicht betätigt. Ach, kannst du nicht mal nachgucken, ob es betätigt ist? Ist jetzt besser? Nein. System. Dann hast du dich mit Absicht leiser gemacht. Ah, stimmt. So. Also ist es raus. Ah, er ist wieder da. Jetzt muss ich jetzt weggehen. Man muss nur da suchen, wo man sie findet. Bloß nicht dritten. Jo, bei mir sind noch ein paar. Oder noch ein. Ja, ich habe gar nicht gewusst, da. Das lädt immer noch auf. Du setz dich. Hat er gemacht? Deiner gemacht. Ich glaube, ich habe ihn aber jetzt weggeschickt. Kommen Sie runter, ich habe ihn. Nein, nur schlafen und hinter. Ich kann nicht mehr tragen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Jo, und pack jetzt zum Abgeben. Ja, ja. Naja, so lange hätten wir ewig nicht mehr. Ist besser als nichts, oder?
Hallo. Bleib sauber. Wie geht's? Seid auf der Hut. Was mein Chris? Das Level ist noch nicht hoch genug für diese Quest. Interessant. Das wird eine Weiterleitungsquest. Was steht auf dem Speiseplan? Da oben zu diesem Quest? Muss die Lage checken. Also ich sehe das richtig, dass wir nur zwei Quests haben, oder? Ja. Gehen wir doch dahin. Wie sieht es eigentlich mit Inis aus? Noch nichts Neues. Wollen wir einfach mal einen zufälligen Dungeon nehmen? Ich guck mal, was da so rauskommt. Kann man machen. Ja, denke ich auch. Oh, man sieht jetzt sogar, was im zufälligen Dungeon rauskommen kann. Zu Farag, Schwarzface oder Straddle. Ich sage hi. Ich sage hi. My name is hey. My name is Scoopy Baby. Ich fange einfach schon mal an. Weiß, vielleicht sind wir auf Stufe 50. Ich Area besser. Ja, das könnte eigentlich schon sein. Ich glaube, wie gesagt, da fängt so die alte Rock-Season an. Tja, hast du denn echt Bock dran? Ich glaube, dann gehe ich vielleicht sogar als Protection rein. Die Wasserzimmer. Mhm. Ja, was? Das ist gut für mich. It's all about the heal. Nur, dass wenn man dann verliert, Koja sagen kann, na, wegen mir habt ihr nicht verloren. Ich fand der Wert für dich viel. Man sieht, ich verliere hier am Anfang manchmal Akku, ne? Weil ich erst durch Blutung und Donnerknall die AOE-Akku aufbauen will, ja. Aber ich denke mal, auch Koja kann healen. Also. Weißt du, ich kann healen. Chill auch, ne? Er hat das gelernt, er macht das. Ja. Boah, Schuldspruch ist ja cool. Ich bin auch so reich. Hat mir das so beigebracht? Viele.
Spitze. Schon alles auf Ultra. Ja. Da kann man echt nicht meckern. Ich pull mal ein bisschen mehr, ne? Jo. Easy money, let's how we play it. Eigentlich bräuchte ich Healbot nicht. Mit den ganzen Tasten könnte ich mir ein Makro bauen. Für jeden Heal. Entweder auf dich oder auf mich. Aber so habe ich früher meinen Holy Pal auch gespielt. In der Arena. Nicht mal mit Fokus oder so, sondern einfach Schub. Das mache ich vielleicht auch dann, so mich die Maßen nicht bewegen will. Zum Dispellen ist natürlich gut, wenn man das sofort sieht. Du kannst ruhig viel mehr abholen. Ich will hier die ganze Zeit gar nicht. Okay. Wir sehen uns am anderen Ende.